Apokalypse jetzt. Owning ist nicht genug. Thank you. Danke. You had the 31st Chaos Congress. Und das ist der 31. Chaos-Kongress und der ist größer als jemals zuvor. Laut Die Welt wurden 12.000 Tickets verkauft und natürlich hat Die Welt immer recht. Und es gab super Präsentationen hier über sehr interessante Entdeckungen, neue Probleme in Softwareprotokollen und Breaches und sehr erstaunlich und 31 Jahre lang alle Sachen kaputt machen und wir haben Beweise geliefert, dass Sachen einfach kaputt sind. Und es sieht trotzdem so aus, als ob wir in eine Zukunft gehen, in der noch mehr Sachen kaputt gemacht werden können. Überlegt mal das Internet der Dinge, das Internet of Things. Die Idee, dass man wirklich wörtlich Milliarden von Dingen hat auf dem Planeten mit Firmware. Und im Grunde genommen ist eine der Voraussetzungen für meinen Talk ist, dass wir Sachen kaputt machen, um sie weniger anfällig zu machen. Und skaliert nicht. Und der Kongress ist eine Illustration dieses Problems. Die IT-Industrie hat nie die Sicherheit in dessen Produkt gebaut. Und das hat trotzdem die Leute nicht davon abgehalten, das zu testen, die Hackers. Und ein paar mehr kleine Probleme. Zum Beispiel unsere Hacker-Ethik und der Extent, zu dem wir dazu leben, also wie wir das leben. Das ist ein bisschen schade, wie die Sicherheit ist. Es ist eine Katastrophe. Eine der Prämissen ist, dass die Hacker-Community wir haben weniger erreicht, als wir hätten können, indem wir unserem Ethik gelebt haben. Und so umso wichtiger, weil wir waren nicht so gut zueinander. Also mehr oder weniger, die Notion, über die wir gerade reden werden, ist, wir sind politisch, das ist indifferent, oder wir sind zu politisch. Wir sind nicht fokussiert genug auf die wir haben viel zu viele Rockstars und nicht genug Helden. Und das ist falsch. Aber zuerst die politische Indifferenz. Die Gleichgültigkeit. Ja, ich hacke, ich mache keine Politik, sagen die Leute. Aber gleichzeitig, auch wenn man Free Software schreibt, es ist eine politische Tätigkeit, wenn es nur, weil es erklärt, dass der Copyright-System gebrochen ist. Und eine neue Infrastruktur zu bauen, ist auch eine politische Tätigkeit, weil es erlaubt eine größere Überwachung und Datensammeln. Also nicht schreiben von Software, die genutzt werden können, ist eine Entscheidung, über wem der Software nutzen kann. The opposite. Das Gegenteil. Being too political. Ist zu politisch zu sein. Ein sehr gutes Beispiel davon ist die Diskussion über über Finanzierung des Tor-Projekts. Also die Leute haben, also
Leute haben gesagt, dass die Tor-Projekt für das US-Regierung arbeitet, weil das US-Regierung gibt Tor Geld. Es ist ein bisschen unfair, weil wenn keiner der Tor-Projekt Geld gibt, dann es gibt kein Tor. Es ist ein massives Projekt. Man muss viel investieren und keiner war interessiert, den Geld einzuschmeißen, außer die US-Regierung. Und wenn man über diesen Projekt, es ist interessanter, über wer gibt wem Geld, um was zu machen. Und dass die Origin des Gelds ist ein Indikator für einen bestimmten, also bestimmten Ziel. Und in dem also beim Tor-Projekt, es gibt zwei. Ich habe angefangen, glaube ich, das Tor-Projekt zu auditen, zu überprüfen, und ich habe Probleme gefunden. Und es ist aber ganz anders, als wenn das Tor-Projekt zu finanzieren. Und es ist nicht so hilfreich, das Finanzierungsmodell zu kritisieren, sondern es ist hilfreicher, selber was zu tun. Und es geht auch darum, wie wir mit dem Staat umgehen. Aber ich würde gerne mehr Diskussion darüber sehen, wie wir mit dem Staat umgehen. Auf der einen Seite wäre es nicht schlecht, auch geografische Unterschiede zu berücksichtigen. Wenn man nur die Mitglieder dieser Community anguckt und durch das Prisma, wie die Regierung der Vereinigten Staaten das anguckt, oder wenn man nur über die Unterdrückung der Stasi durch die Stasi in Ostdeutschland redet. Und wir reden mit Leuten mit anderen Geschichten als dieses. Und das ist auch nicht ganz fair. Aber auf der anderen Seite, einige der Europäer mit den Deutschen könnten einiges lernen aus der Vergangenheit der Deutschen mit dem Polizeistaat, den sie hatten. Aber einfach zu behaupten, dass alle, die was mit der Regierung zusammenarbeiten, haben auch die Springerstiefel an, der Schläger. So funktioniert es nicht. On top of that, und darüber hinaus gibt es viele Diskussionen darüber. Lass uns annehmen, dass wir die Demokratie und die verbessern wollen und die Freiheiten verbessern wollen. Und es gibt auch Diskussionen über die Taktiken, ob man radikal genug ist. Und radikal zu sein ist fantastisch. Und je radikaler Leute sind, desto effektiver sind die Moderaten. Aber wenn man nur Radikale hat, dann hat man keine Moderaten mehr übrig. Also braucht man beides. Und an beiden Enden des Spektrums. Und gemeinsame Werte zwischen den Radikalen und den Moderaten sind wahrscheinlich mehr, als man denkt. Oder man muss auch die Unterschiede berücksichtigen und schätzen lernen, weil die sich gegenseitig helfen, die verschiedenen Enden des Spektrums. Und man sollte auch nicht vergessen, dass die Vorratsdatenspeicherung wurde erreicht durch strategische Aktionen und nicht durch Aktionen auf der Straße und nicht durch das Schreiben von Code, sondern durch ganz komische, seltsame Aktionen, nämlich durch Gerichtsprozesse. Hacking the law, sozusagen. Und selbst mit der Lobby in Brüssel gab es eine seltsame Zusammenarbeit über ein großes Spektrum. Und Fußballfans und andere marschierten zusammen in der eisigen Kälte. Es war auch unangenehm nah am rechten Ende des politischen Spektrums.
alle diese Leute wollten ACTA stoppen. So basically, grundsätzlich, die Idee, dass die anderen müssen halt stoppen zu lieben, was man nicht selber liebt, es hat keine Perspektive. Es gibt eine weitere Notion, das ich vergessen habe in meiner Introduktion. Wir sind nicht wirklich gut, also wir kommunizieren relativ schlecht grundsätzlichen Konzepte in Rechnern. Also Teenies heutzutage lernen IT, indem sie Microsoft Office lernen, als Teenager. Das ist vermutlich nicht die beste Art und Weise, einen Rechner zu verstehen. Aber das ist eine Spiegelung von einem Verständnis von der breiten Masse, dass ein Rechner ist eine schwarze Box, dass man nicht überhaupt verstehen kann. Und wir müssen da erklären, andere Menschen. Alan Turing hat vor 50 Jahren hat das erfunden und wir haben immer noch keine Sprache oder einen Idiom gefunden, um diese Computing-Geschichte zu ganz normalen Menschen, die Nachbarn, die Eltern, mir interessiert ja nicht wem, alle. Jeder hat ein Modell im Kopf von wie ein Auto funktioniert, wie ein Motor funktioniert. Viele Leute haben nicht mal so ein Modell oder diese Idee über was einen Rechner tut. Es ist eine magische Sache. Man pusht einen Knopf auf eine bestimmte Art und Weise und Muster und irgendwas passiert oder eine bestimmte Sache passiert. Und diese Konzepte sind, andere Konzepte sind Datenschutz. Die einzige Erklärung, die ich kenne, ist, der in der Richtung geht, ist Jeremy Zimmerman, der jetzt mit seinem Data Love. Und das ist sehr romantisch, das ist, der ist Franzose. Und diesen Idee von Datenschutz als Intimität erklärt. Also das erlaubt die Leute zu erklären, die sagen, ich habe nichts zu verbergen und davon gibt es viel zu viel. Also, diese Idee von versuchen, die Leute, also diesen Kenntnis zu verbreiten, wir brauchen dafür eine Sprache dafür. Ein weiterer Grund ist eine sehr schlechte Gesetze. Also wie zum Beispiel Putin, wo es der schützt den Staat gegen böse Leute, nämlich wir. Und Und es wurde zum Beispiel aktualisiert, was ein Intrusion Software, ein Angriffssoftware ist. Das ist inzwischen ein Programm, was den Ausführungspfad ändert, sodass dass Instruktionen von außerhalb ausgeführt werden. Und so können. Und das ist ein Browser. Wenn man das wahrnimmt, das ist auch ein Browser, ist so, weil er JavaScript hat. Und das ist nicht böse gemeint. Es ist nicht falsch, weil man das falsch machen will. Also es war nicht irgendwie es war eigentlich gut gemeint, damit Firmen nicht in der Lage sind, böse Sachen exploiten können, also ausnutzen können. Aber das Ergebnis hilft nicht. Es hätte nicht passiert können, wenn die Leute, die diese Dokumente geschrieben haben, eine Ahnung hätten von, wie das funktioniert, wie ein Rechner funktioniert. Es wäre sehr praktisch, wenn die, es wäre sehr hilfreich, wenn die Leute nicht die haben zu viel zu tun mit Data Retention, Datenvorspeicherung und so weiter. Und wenn man nicht politisch aktiv ist und nur Hacking
es wäre schon sehr hilfreich, wenn man diese digitale Gesellschaft und Digital Courage helfen könnte, um die zu helfen, andere Menschen zu helfen, nicht solchen dummen Gesetze zu schreiben. Und es gibt auch die Nutzbarkeit. Also das ist eine Nachricht, das ich bekommen habe für ein Ding. Und ich habe jetzt, es ist eine Nachricht, die mir geschickt wurde und der ist eigentlich für ein anderes Gerät gedacht. Und Überraschung, ich habe mehrere Geräte. Denken Sie mal, dass, also wenn ich nicht wusste über OTR, oder ich wusste nicht, was STD heißt, also ich würde denken, dass irgendjemand versucht mit anderen Mensch. Und das ist konfus. Ich habe dann die Möglichkeit, einen Jabber-Client zu nutzen, der sowas macht, oder Kacke zu nutzen. Skype, sorry. Skype. Also deswegen nutzen manche Leute Skype statt Jabber oder IRC. Und warum sollte es uns kümmern? Weil wir nutzen Jabber. Na, XMPP oder Jabber ist schön, wenn man mit anderen Menschen zu kommunizieren, die auch das nutzen. Und das ist das und jetzt kommt das Problem. Die Sicherheit eines sozialen Netzwerks, wo die Kommunikation in einem digitalen Weg ist diktiert durch der Schmerzgrenze, die obere Schmerzgrenze von der Massen der Nutzern. Und deswegen ist es äußerst wichtig, diesen digitalen Kommunikationswege zu bauen für die meisten Menschen, nicht für Techies. Wir brauchen das für die normalen Menschen. Also, auch wenn ihr in GUI nicht glaubt, nicht GUI, und ihr, wenn ihr lieber euch selber foltern mit VI oder Emacs, beide sind schlecht. Die Leute sind nicht mit einverstanden. Die eigene Sicherheit ist eigentlich abhängig von der anderen Menschen, die auch Zugang haben zu diesen sicheren Dingen. Also es interessiert mich mit den GPL, Jihad oder was auch immer. Oder gegen Facebook. Facebook ist, wo die anderen Leute gehen. Und es gibt andere lustige Sachen auch. What is it? Tribalism. Andere, also Stammesdenken. Und es gibt einen Stamm von überwiegend weißen Gebildeten oder zumindest von der Universität geflogen und trinken Mate und haben Bärte und ja, das ist der Stamm hier. Diversität ist nicht so gut hier und es gibt generell in der Geschlechterverhältnis, wir haben vielleicht hier 20-30% weibliche Besucher und die meisten Besucher sind hier Deutschland, Benelux, Skandinavien und deswegen sollten auch einige hundert von türkischer Abstammung hier sein und es gibt keine hier. Und die Hackerethik sagt, wir berücksichtigen dich nicht aufgrund von diesen äußeren Merkmalen wie akademische Ausbildung, Rasse, Geschlecht und sowas. Und ich bin auch weiß, männlich und habe einen Bart, aber lass uns wenigstens zugeben, dass es so ist. Und es gibt dieses interessante Phänomen, dass Leute, die zusammen in einem Raum sind, dass es diese Rockstar-Kultur gibt. Und wir brauchen mehr Leute wie Chelsea Manning, Edward Snowden. Und das sind die richtigen Helden, aber
Darum geht es hier nicht. Und es geht um, einige dieser Helden sind auch Rockstars. Und warum ich von Rockstars rede, ist, die Rockstars sind Arschlöcher und die handeln ihre Gruppe wie Kacke und die sind nicht freundlich miteinander. Und das erzeugt eine Kultur, in der anderen Probleme passieren können. Wenn man Rockstar hat, man bekommt Kompetition, Wettbewerb und das hilft nicht mit Kooperation. Die beste Methode, um irgendwas, um das zu machen, ist, dass die Sachen kaputt zu machen, es ist deutlich einfacher als Sachen zu tun, die nicht kaputtbar sind. Es ist auch die Möglichkeit, also man kann auch den, den Gegenläufer oder den, sagen, das ist ideologisch unrein, weil der hat zum Beispiel Nazi-Freunde und das ist guilty by association. Sorry, ich kann es nicht übersetzen. Also es ist genauso wie mit dem Usability. Wenn man das selber programmiert hat und wenn man das programmiert hat, man kann die Usability nicht mehr schätzen. Das ist genau, wenn man ein Kind hat. Wenn man ein Kind hat, das ist immer das schönste Kind. Aber wenn es ein Arschloch ist, das Kind, dann ist es trotzdem ein Arschloch. Also mehr oder weniger als Zusammenfassung, wir müssen unsere Kultur ändern und dann vielleicht die Politik. Und übrigens, zu politisch zu sein, ist vermutlich weniger ein Problem als nicht politisch genug. Also wir sollten weiterhin verschlüsseln, aber wir müssen die Sachen weiterbrechen, aber wir müssen auch sehen, dass es nicht genügt. Dankeschön. Thank you very much, Walter. Vielen Dank, Walter. Wir haben Zeit für Fragen. Gibt es Fragen vom Internet? Also, okay, so Microphone number 3. Also, ich hab keine Frage, ich will nur Danke sagen für diesen Talk. Microphone number 2. Hi, also thank you. Hi, auch vielen Dank für den Talk, aber ich glaube, Sie haben sehr viel wichtige Sachen erwähnt, aber ich glaube, dass es wichtig ist, darüber zu denken, von den letzten Sachen, also gesagt hast, man sollte nur die Leute beurteilen über die Menschen selber und nicht die Leute, mit denen sie zusammenhängen. Aber es gibt natürlich die Frage, warum assoziieren sie mit anderen Menschen? Und das ist eine legitime Frage zu stellen. Also, und deswegen ist das diese Assoziation. Ich glaube, man muss schon darüber reden und ja, es ist problematisch. Und zum Beispiel, es ist problematisch, mit einem Nazi freundlich zu sein. Ja, ist eine berechtigte Frage. Und ich würde nichts zu tun haben mit Nazis, aber ich könnte sein, dass jemand, der das macht, trotzdem eine bessere Person ist als ich, denn auch Nazis sind Menschen. Und wenn man solchen Menschen die Menschlichkeit abspricht, dann... Das war nicht meine Frage. Lass mich das so ausdrücken. Someone screamed something which I didn't hear. Das. Which seems to be fine. Es gibt auch vielleicht noch andere Gründe, aber was ich sagen will, ist jemand, der von den kulturellen Standards des Landes, in der er lebt, ist, nicht weiß, dass er dann ein Nazi ist. Denn selbst die Herausforderungen, denen sie begegnen müssen, um Hacker zu werden, und niemand von denen ist, und der
der Weiße aus der oberen Mittelklasse an der Universität ausgebildet und mit Bart. Das alleine kann ein guter Grund sein, weil jemand immer noch mit jemand anderem spricht, so wie das. Und ich möchte das auch noch so sagen. Dieses sowieso schon zu lang, aber jemand. I mean, Wallenberg, Wallenberg hatte was mit Hermann Göring und trotzdem war er einer der Architekten des Holocaust und trotzdem hatten die ein Weihnachtsessen zusammen. Und Leute do not always get to choose who they associate with, if only because of, for example, family. Und manchmal geben sie sich nur mit anderen Leuten ab oder tun sich mit anderen Leuten zusammen, weil es Familie ist. Und trotzdem distanziert man sich von der Ideologie und ist nicht Teil davon. Wir müssen unterbrechen, damit andere Menschen da Fragen stellen können. Aber es gibt eine weitere Frage aus dem Internet. Es gibt jetzt zwei Fragen. Aber die erste Frage ist, wie lösen wir das Problem mit der Rockstar-Kultur? Indem wir verlangen, dass unsere Helden immer weiterhin exzellent und gut zueinander sind und dass wir von denen nicht einen niedrigeren Stand verlangen als von allen anderen Leuten in dieser Community. So einfach ist das. You mentioned that there should always be moderates and extremists, so to say, and that they well offset against. Du hast mentioniert, dass es sollten Moderate und Extremisten geben soll. Aber ich glaube, das Problem ist, die Moderaten verstehen nicht, warum die Extremisten tun, was sie tun, und umgekehrt. Und man sollte tatsächlich beide haben, aber die sollten mehr Kommunikation miteinander haben. Und wie und warum? Und ich glaube so. Ja, danke, dass du es viel besser ausgedrückt hast, als ich das selbst konnte. Ja. Wir haben eine weitere Frage. Okay, bezüglich die Diversitätsproblem. Hast du Informationen über die Entwicklung diesbezüglich und gibt es? Okay, die Frage habe ich nicht verstanden. Als Mensch mit Gesichtshaaren habe ich auch einen. Nick Farr ist diesmal ja nicht hier, aber wenn man darüber nachdenkt, dann gibt es nur eine Sache, die sicher ist. Du machst es falsch. Und die Ethik ist wirklich, die Leute, die in dem Hackerspace waren, viele davon gehen nicht wieder hin. Und warum? Warum gehen sie nicht wieder hin? Und das kann man nur beantworten, außer dass die Leute haben einmal geguckt und sind wieder gegangen. Und dass nur in einem geekigen T-Shirt rumzurennen und Mate zu trinken, signalisiert schon, wir haben hier Codes. Und du musst den Code kennen, um hier reinzupassen, um dazuzugehören. Und viel mehr verstehe ich das anders verstehe ich das auch nicht. Letzte Frage. Ich habe nur eine kurze Frage. Ich denke, das ist sehr viel Guides, also über wie programmiert man für die Leute, die lernen wollen, aber es gibt weniger Hilfematerial, um wie komme ich in der Politik? Und ja, ich habe European Digital Rights angesprochen und es gibt auch Sachen wie Richtlinien für das Labyrinth in Brüssel und es gibt mehrere ähnliche Dokumente, die veröffentlicht wurden. Und es bedeutet nicht, let me Google this for you, lass mich das googeln für dich, sondern es gibt Teile davon sind auch in eurer Muttersprache. Okay, so as we're out of time, so this concludes our Q&A. Wir sind fertig und bitte um Applaus für Walter.